Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team. Letztes Spiel haben wir leider verloren und zum Teil auch einfach. Denke ich, mache einfach noch ein Spiel mit der Brasilianer Mannschaft. Die mussten ja nicht in die Verlängerung. Ich habe jetzt keinen Bock, hier schon wieder eine Heilungskarte zu verwenden. Zum Teil verdient das 1-1 war meine Schuld. Von daher brauche ich mich eigentlich nicht beschweren, dass ich dann doch noch irgendwie verloren habe. Ich meine, es war natürlich trotzdem super unverdient, dass der Gegner gewinnt. Hatte einfach viel mehr Glück als ich, oder? Eigentlich hat er noch nicht mal mehr Glück als ich gehabt, sondern er hatte einfach nicht so viel krasses Pech wie ich. Ich hatte so viele Chancen, ich hätte ja allein in der ersten Hälfte 5 Tore schießen können. Und der gewinnt halt trotzdem 3-1. Das ist halt irgendwie merkwürdig. Aber wie gesagt, das 1-1 hatte ich selber verursacht und nur darauf muss ich mich konzentrieren. Das war halt ein dummer, beschissener Fehler, der nicht passieren darf. Und wenn das 1-1 nicht fällt, dann läuft das Spiel logischerweise ganz anders und vielleicht gewinne ich es dann sogar. Versuchen wir es jetzt gegen den Gegner besser zu machen. Vor allem halt nicht wieder so einen groben, dreckigen Fehler. Das wäre schon mal ganz cool. Schade. Diese dummen Doppelpässe mit zwei Stürmern kann er sich erstmal schenken. Schieß! Oh, ich hab noch auf Schießen gedrückt. Gibt nur eine Ecke, Quatsch, ein Einwurf. Och, ich drücke leider schon, aber es klappt trotzdem. Und dann mache ich den Fehler und dann macht er den Fehler. Sehr abwartende Verteidigung bisher. Wenigstens den Konter unterbunden. Schade, dass wir da den Ball nicht treffen. Jetzt können wir mit Casemiro erstmal nicht mehr so reingehen. Wenn die Pässe mal dahin gehen würden, wo ich sie hinhaben will, dann, na egal. Schöner Abschluss. Trotzdem immer ein bisschen konzentrieren. Hat mir jetzt nicht gefallen, wie wir hier angefangen haben. Fuck, wieso habe ich nicht einfach mit Firmino abgeschlossen? Aber ich dachte halt, ich kann hier Neymar noch mal besser in Szene bringen. Habe ich mich leider geirrt. Ach, dumm, ey. Dumm, 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 dass ich da nicht schieße mit ihm. Nice luck. Scheiße, wieder! Zu knapp!
Sehr gut gemacht. Ich stehe hier heute vorhin, dass ich nicht abgestanden habe mit Firmino und kotzt mich an, ey. Genau, abschließen, Mann. Da hat auch einen guten Abschluss. Oh, schade. Na genau. Sehr schön gemacht. Da wollte ich nicht hinpassen. Da wollte ich nicht hinpassen. Was war das? Danke. Schade. Ja! Sehr geil! Schöner Treffer von Silva. Habe ich gar nicht mitgerechnet, weil ich habe halt auch relativ weit rausgepasst. Also geflankt. Sehr geil. So, und jetzt einfach gut verteidigen, versuchen die Null zu halten, dann haben wir gewonnen. Natürlich weiterhin versuchen auch Tore zu machen, dass wir die Null nicht brauchen, aber trotzdem. Come on, jetzt einfach dranbleiben. Oh, zum Glück. Dachte ich schon. Schlecht gespielter Laufpass. Boah, danke. Danke, danke, danke. Der Laufpass halt wieder. Was für ein Alves, ey. Boah, krasse Reflexe von Neto. Abgefälscht. Was ist denn gerade mit den Pässen los? Wehe, ich träge jetzt ein... Oh, fick dich einfach nur! Was war denn das wieder für ein beschissener Pass, Mann? So ein Dreck-Lackerscheiß wieder, nur weil die wieder keinen Bock haben, ordentlich mitzuspielen. So eine Scheiße hier. Egal, es ist eine Herausforderung, die wir zu meistern haben, Dreckspässe zu verhindern. Ey, das war so ein... Ich zieh extra auf, damit er den weit nach links spielt, war alles frei. Und er spielt ihn zu dem, der genau neben ihm steht. Das gibt überhaupt keinen Sinn und natürlich lackt sich der Gegner da wieder so einen Drecks-Distanztreffer.
Nice luck. Schön gemacht mit Miranda. Toller Pass. War richtig schwer, den da. Egal. Ich höre auf zu reden, weil ich merke, ich mich immer mehr aufrege. Dann wäre es schlechter, deswegen bin ich einfach ruhig. Weg damit. Tunnelt. Wäre ein schönes Lackertor gewesen. Stand genau im Schuss drin. Hör doch mal auf, von alleine immer zu schlänzen, Mann! Schieß einfach Vollspann, wenn ich schieß! Okay, verlieren wir also wieder ein Spiel. Egal. War nicht gut verteidigt von mir. Habe auf Passen gedrückt. Normalerweise würde ich nach der Aufnahme hier aufhören aufzunehmen, weil ich einfach merke, dass ich angepisst bin. Das ist halt echt scheiße, weil ich die ganze letzte... Die ganze restliche Weekend League echt gut gespielt habe und auch ruhig geblieben bin, aber gerade regt mich wieder auf. Das ist immer das Problem, wenn ich so viele Spiele auf einen Tag machen muss, dann
nervt mich eigentlich schon die Tatsache, dass ich so viele Spiele machen muss. Und dann bin ich sowieso schon emotional angefressen. Egal, komm. Ich kann nur versuchen, weiter ruhig zu bleiben. 2 Spiele in Folge verloren. Herzlichen Glückwunsch. Ist auch wieder mal eine richtig beschissene Weekend League. Also wenn ich darüber nachdenke, wie FIFA 17 lief und wie FIFA 18 läuft, aber es liegt halt auch einfach zum Großteil daran, dass ich immer so viele Spiele an einem Tag machen muss und einfach keine Zeit mehr habe. Das nimmt mir auch total den Spaß. Ich merke das. Ich bin echt kurz davor abzubrechen mit FIFA, einfach weil es für mich beschissen ist, wenn ich immer nur an einem Spiel, an einem Tag so viele Spiele machen muss. Ich kann es mir aber einfach nicht anders einteilen zurzeit. Das ist echt schade. Aber es nimmt mir einfach den Spaß, ich merke das. An den Tagen und Wochenenden, wo ich mir das besser einteilen kann, macht es viel mehr Spaß und da bin ich, denke ich, auch emotional gefestigter. Okay, gegen den werde ich bestimmt verlieren, hat ein gutes Team. Aber sobald ich, vielleicht spiele ich auch nur bis Gold 3, falls, also wahrscheinlich ist es so, dass ich im letzten Spiel dann um Gold 3 spiele, aber falls ich jetzt eher fertig bin mit Gold 3, vielleicht, und ich habe noch 3 Spiele, vielleicht mache ich die dann auch nicht mehr, ich weiß es nicht, erstmal gucken. Du hast einfach ruhig zu bleiben, vor allem auf die Verteidigung zu achten, gut zu verteidigen, keine Gegentore zu fressen, und das ist schon die halbe Miete auf jeden Fall. Schade, ich hatte den Pass nochmal rumbekommen. Schade. Komm, 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 komm. Bisher auch gut gespielt, auch der Abwehr eigentlich viele gute Grätschen gesetzt, wenn ich die Grätschen immer so hinbekommen würde. Und damit den schwachen Linken machen richtig Ideen. So, du führst. Es gibt keinen Grund auszurasten. Egal was passiert, raste nicht aus. Wenn der Gegner durchgeht, ist es wieder unentschieden. Also bleib ruhig, Paxis. Konzentrier dich, spiel zu null. Und schieß noch mehr Tore. Ruhig bleiben jetzt. Come on, ist alles gut. Sachlich verteidigen. Fehler eingestehen vor allem. Wichtig. Eigene Fehler eingestehen. Hier haben wir einfach ein bisschen Pech. Das war gut verteidigt. Sind wir ruhig geblieben. Ist immer erstmal wichtig. Ja, hier haben wir Pech. Ich weiß nicht, wieso wir da irgendwie zuletzt dran gewesen sein sollen. Egal, es ist unentschieden, macht nichts, der Gegner hat nur gelackt, ist egal, spielt keine Rolle, ich habe es gut verteidigt. Hier müssen wir uns keinen Fehler eingestehen, wir haben gut verteidigt, der Gegner hat einfach nur Glück gehabt. Da wollte ich nicht hinpassen. Wir spielen gut, wir spielen gut, alles ist gut. Eine gute Grätsche.
Schade. Sehr schön von Sokrates. Hatte ich schon Angst, dass er da von De Bruyne überrannt wird. Das wäre merkwürdig gewesen. Da wollte ich nicht hinpassen. Schöner Alu-Treffer. Na also, ist auch sowas von verdient. Das geht ab, Junge. Schön gespielt. Ruhig geblieben, nice. Haben sie wieder nicht zu Null gespielt. Egal, jetzt noch im Tor schießen, ruhig bleiben, keine weiteren Tore fressen. Aber wie gesagt, das erste Tor, ich habe super verteidigt, das war einfach nur Pech. Da kann ich auch so ehrlich sein. Scheiße, ich dachte Werner läuft. Aber trotzdem ein dummer Pass bei mir. Genau wie der. Abseits. Schade. Okay, das hat er gut gespielt. Scheint gerne Schusstäuschungen zu machen, aber hier rettet uns mal Torhüter den Kopf. Das ist schön. Oh, nice. Komm, der hat keine Ausdauer mehr. Scheiße. Och, und wir waren auch zuletzt dran. Nice. Danke, dass er direkt abschließt und den Ball nicht annimmt. Ja, mal ein bisschen Glück, gebe ich zu. Gegner ist ziemlich aggressiv, aber bisher komme ich, denke ich, ganz gut zurecht mit seiner Spielweise. Ich denke, ich habe hier auch leider mittlerweile nur noch verdient dieses 2-1, also diese knappe Führung, weil der Gegner dann doch halt eine sehr gute Chance mit Jesus auch rausgespielt hat. Deswegen ist es, denke ich, okay, dass ich 2-1 führe und nicht unverdient, dass der Gegner ein Tor geschossen hat. Ball gespielt, Fräulein. Was ist denn hier los? Eieiei, das war doch eindeutig Ball. Das war einfach nur dumm. Genau wie das auch dumm war. Ach, das passiert mir so oft. Ich kann aber auch nicht dagegen machen, weil ich spiele einfach zu viel an der Außenlinie. Passiert halt einfach. Schön von Kimmich.
Das macht halt auch Fehler dadurch, dass es so aggressiv ist. Oh, schlechte Ballannahme. Schöner Schuss und das war ein super schwerer Schuss, krass. Schön gemacht. Abseits, scheiße. Ah, ich muss es probieren. Sehr gut. Das ist schon sehr gefährlich, wenn... Oh, scheiße. Wenn er da mit Jesus irgendwie am Rumeiern ist. Kann er denn den verschießen, Alter? Ich hab gestoppt und hab dann flach geschossen und hab quasi mir richtig Zeit genommen, damit er den Schuss auch ja nicht verkackt. Na, verkackt ihn halt trotzdem. Ich würde sagen, der letzte Pass war dumm. Er hätte einfach mit Jesus schießen sollen. Glück hat das nicht gemacht. Nice luck. Na also, einfach mal weghauen den Ball. Nice luck. Fuck, Alter, dieses Ding von Bailey, dass er den nicht macht, das bin ich echt enttäuscht. Es war kein Foul, oh mein Gott. Also jetzt alles pfeifen, grandios. Und da muss natürlich so ein Lackertor fallen, ist klar. Herzlichen Glückwunsch. Egal, wir bleiben ruhig, auch das konnte ich nicht verteidigen. Meiner Meinung nach war das auch vorher kein Foul von Origi. Und dementsprechend scheiß drauf. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen halt noch ein Tor machen. Wir hatten unsere Chancen. Wieso Bailey das dritte nicht macht, weiß ich nicht. Toll. Das darf mir nicht passieren. Hätte ich glaube ich sogar Bailey nochmal einspielen können. Na, da fliegt jetzt eh. Nachdem er die Scheiße gebaut hat, hat er es auch verdient. Wir müssten eigentlich immer noch führen. Was ist jedes Spiel irgendwie so knapp? Ich verstehe das nicht. Muss einfach daran liegen, dass meine Chancen nicht nutzt oder ich habe keine Ahnung. Ich finde halt auch nicht, dass die Gegner gleich gut sind. Und es Sinn macht, dass es so ausgeglichen ist.
Darf ich nicht unter Druck setzen lassen, wenn ich Abschlag oder Abwurf habe. Das ist einfach dumm. Schlecht verteidigt von mir. Verdient, dass ich das verliere jetzt, weil ich schlecht verteidigt habe. Unverdient insgesamt betrachtet, aber dadurch, dass ich das Tor schlecht verteidigt habe, das letzte, verdient. Und er verschießt, was für ein Trottel, ey, krass. Fick dich doch mal, du kannst doch den Angriff nicht abpfeifen, was für ein Spaß, ey. Ah, ich reg mich schon wieder auf, egal, bis zum nächsten Mal.